So, und diese Episode Wurffunktion Teil 2 hat noch einen zweiten Teil. Und zwar schauen wir uns jetzt mal so alles an, was man an zwei Beispielen an so einer Wurffunktion alles machen kann. Und dann kann man es sehr gezielt zeichnen, ohne dass man da eine große Wertetabelle anlegt oder zumindest in einem sinnvollen Bereich eine Wertetabelle. Ja, wir gucken uns mal erst Definitionsmenge und Achsenschnittpunkte an. Ja, wir sind recht entspannt für die ganze Sache beim letzten Mal. So solle die Funktion aussehen. Und jetzt gucken wir mal die Definitionsmenge. Dazu muss man den Nenner gleich 0 setzen. Da bringen wir die 12 rüber, teilen durch die 2 und erhalten die 6. Das dürfen wir nicht einsetzen. Es ist aber jetzt noch nicht klar, ob es eine hebbare Lücke ist oder eine Polstelle, eine Unendlichkeitsstelle. Also haben wir mal die Definitionsmenge. Wir nehmen die Nullstelle immer des Nenners heraus, weil man durch 0 nicht teilen darf. So, Schnittpunkte mit den Achsen. Machen wir wieder mit der x-Achse. Das nennt man die Nullstellen der Funktion. Y muss da 0 sein. Gell? Ha, das ist ein bisschen verwirrend, wenn der Punkt auf der x-Achse liegt und x gehe nach links und rechts. Aber damit ich nicht runtergehe, muss der andere Wert, der y-Wert, 0 sein. Und bei den Schnittpunkten mit der x, mit der y-Achse, ist es genau andersrum. Hier, das ist das Unangenehmere, denn man muss den y-Wert 0 setzen und der Bruch ist eben 0, wenn der Zähler 0 ist. Dann bringen wir die 3 rüber, teilen durch 1,5 und kriegen minus 6 raus. Die sind nicht identisch, die Nullstellen. Also haben wir hier eine echte Nullstelle und hier eine echte Pol- oder Unendlichkeitsstelle. So, die Nullstelle zeichnet man auf das Punkt n. Der x-Wert ist minus 6 und der y-Wert, wenn man einsetzt in diese Funktion, die minus 6, muss ja da wie vorher überlegt 0 rauskommen. Schauen wir mal die Punkte mit der y-Achse an. Ein Punkt liegt auf der y-Achse, wenn wir nicht nach rechts und links gehen, sondern nur nach oben. Also der x-Wert muss hier 0 sein. Das geht leichter. Das können wir nämlich direkt durch Einsetzen machen. Hier 0 und hier 0 einsetzen, dann bleibt 3 durch minus 12. Das ist der y-Wert, kann man noch kürzen zu minus 1 Viertel. Ja, diesmal ist der x-Wert 1 Viertel, ja, 0, hier 0 und der y-Wert minus 1 Viertel. So, da haben wir jetzt schon zwei Punkte der Funktion, das kann weiterhelfen und wir wissen, wo die senkrechte Asymptote ist. Ja. So, jetzt wäre noch interessant, was passiert im Unendlichen. Ja, schauen wir uns das mal an. Da kommt ein Viertel raus. Warum? Tut es mal so, wenn x eine Million ist, ist jetzt der Term riesig und den kann man vernachlässigen. Wenn ich eine Million einsetzt, sind 2 Millionen auch viel größer als die minus 12. Vergesst mal die beiden Zahlen da hinten. Da könnte man das x kürzen, mal den 0,5 halbe und das wird 0,25 ein Viertel geben. Das ist so die laxe Erklärung. Die Mathematiker machen es lieber so. Die klammern das x aus. Hier ist dann das x weg. 3 muss man aber auch durch x teilen. Das deutet man durch 3x klammern. Hier unten mache ich dasselbe. X ausklammern. 2, 12 durch x. Jetzt ist ja x gegen unendlich. Jetzt kürzen wir mal das x hier weg. Wir haben hier zwei Produkte. Den Faktor x können wir wegkürzen. Und jetzt habe ich diese Terme da hinten rot gefärbt. Denn die geben jetzt 0, wenn x gegen plus oder minus unendlich geht. Ja, so Terme, irgendwie eine konstante Zahl durch etwas, das unendlich wird, gibt eigentlich was, das immer kleiner wird, das 0 wird. Unten ist es genauso, 12 durch x, wenn x unendlich groß wird, gibt es auch 0. Und jetzt bleibt, wie vorher schon erläutert, die beiden, die hier vor dem x stehen, die bestimmen hier den Wert im Unendlichen. Ja? Der wird nicht angenommen von x, aber wenn man unendlich weit nach rechts oder links geht, nähert man sich ihm beliebig nahe. Deshalb schreibt man da Grenzwert oder Limes auf Lateinisch hin. Man hat jetzt eine waagerechte Asymptote bei 0,25. Und jetzt fehlt noch eine Kleinigkeit. Man muss noch schauen, was passiert hier an der Lücke bei der 6. Wenn man ein bisschen kleiner und größer ist, da geht es nur darum, ob das Plus oder Minus unendlich wird. Schauen wir mal, was da passiert. Sind wir mal ein bisschen kleiner als die 6. Kleiner als 6, das bedeutet 6 minus ist 5,9.
Wir müssen jetzt nur schauen, ob es Plus oder Minus unendlich gibt. So, setzen wir mal die 5,9 ein. Unten, das da gibt immer was Positives, sieht man sofort. Unten, 2 mal 5,9, ja, das ist 11,8. Das ist ein bisschen kleiner als 12. Unten ist es negativ. Es gibt Plus durch Minus, Minus. Deshalb kommt hier Minus unendlich raus. Also von der linken Seite wird die Funktion da an der Asymptote gegen Minus unendlich gehen, rechts dann gegen Plus unendlich. Warum? Nämlich was, das ein bisschen größer wie die 6 ist, 6,1, genau hieran liegt es. Das oben ist bei 6,1 auch positiv. Das untere 2 mal 6,1 gibt jetzt 12,1 und das, jetzt ist der Nenner positiv, wenn man hier 6,1 einsetzt. Und deshalb kommt Plus unendlich raus. Kann man das zeichnen? Die senkrechte Asymptote ist bei x gleich 6. So sehe das aus. Diese Achse wurde geschnitten, das haben wir vorhin ausgerechnet, bei minus 1 Viertel. Ja, deutet es hier an. Die x-Achse, die wurde irgendwo abgeschnitten. Gell? Da kann man sehen, das ist jetzt hier nicht mehr drauf auf der Zeichnung. Die wurde bei minus 6. Wenn wir hier rüber gehen, wird sie bei minus 6 geschnitten. Und die waagrechte Asymptote hatten wir vorhin, die gab hier auch 0,25. Das ist hier der Y-Wert. Ah, juhu, wir haben die erste Funktion hier sehr sauber gezeichnet, gerade was diese Lücken angeht. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Jetzt wollen wir zum Sieger werden und viel Geld verdienen. Ja? Also schauen wir uns mal das Beispiel an mit der Definitionsmenge. Setzt man hier mal 3x plus 9 gleich 0, dann erhält man die 9 kommt mit minus 9 rüber durch 3, gibt minus 3. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Lücke, also müssen wir rausnehmen. Hier schauen wir aber, ob das wirklich eine Unendlichkeitsstelle ist. Denn wenn ich jetzt minus 3 da oben mal ersetze, gibt der Zähler nämlich auch 0. Es gibt nämlich minus 3 mal 2 gibt minus 6 plus 6. Zähler ist auch 0 und Nenner. Jetzt hat man so einen Verdacht, wenn beides 0 ist, könnte man vielleicht irgendwie die Nullstelle könnte rausfallen. Also, schauen wir uns später mal an, das Ganze an der Stelle mal noch nicht. Schauen wir nämlich erstmal die x-Achse an. Wann ist denn der Ausdruck 0, der ganze y-Wert? Wenn der Zähler 0 ist, 2x plus 6. Und jetzt seht ihr, jetzt erhalte ich Nullstelle und Definitionslücke sind gleich. Daran erkenne ich jetzt, das wird wahrscheinlich keine echte Nullstelle hier sein und auch keine Lücke. Man kann die irgendwie beheben, die Lücke. Sind wir, wenn Zähler und Nenner gleichzeitig 0 waren. Die y-Achse, das geht leichter, setzt man für x 0 ein, bleiben 6 Neuntel und es sind 2 Drittel. Das wäre ja, der Schnittpunkt mit der y-Achse. Das hier habe ich mal nicht hingeschrieben, denn das wird sich eben, dann haben wir hier auch keine echte Nullstelle. Ja, im Unendlichen machen wir es wie vorhin. Wir klammern x oben und unten aus. Bleibt hier eine 2, hier eine 3. Und wir müssen aber, hier bleibt 6 durch x und hier 9 durch x. Wir müssen nämlich beide Summanden durch x teilen, wenn wir ausklammern. Dann kürzen wir x wieder weg und diese beiden geben im Unendlichen 0. Ja, diese beiden. Sodass 2 Drittel bleibt. Das ist die waagrechte Asymptote, 2 Drittel. So, dann schauen wir mal weiter. Da habe ich jetzt geschrieben, nicht Nullstelle, sondern das ist eine hebbare Lücke, weil die ist von Zähler und Nenner 0. Deshalb habe ich mir die hier auch geschenkt. Und jetzt schauen wir mal, was da eigentlich an der Definitionslücke passiert. Wir können diesen Limes da ausrechnen. Ja. Und zwar, ich fahre mal den Bruch um. Oben kann ich die 2 ausklammern, unten die 3. Und jetzt kürzt sich der rote Term da weg und dann kommt ja kein x mehr vor und damit kommt 2 Drittel raus. Der Grenzwert, sagt man hier, liefert einen nicht mal unendlich oder minus unendlich, sondern tatsächlich einen unendlichen Wert. Und der ganze Bruch hat sich als ein Art Scheinbruch, als ein Bruchterm, ja, es kommt hier kein x mehr vor. Ja, wenn keins vorkommt, darf ich eigentlich alles einsetzen. Und dann sagt man, darum nenne ich die Funktion f tilde, 2 Drittel ist gleichwertig damit bis auf den Definitionsbereich. Hier darf man nicht minus 3 einsetzen, hier schon.
Ja, und sowas kennen wir. Bei 2 Drittel teilen wir das mal ein Drittel auf. Bei 2 Drittel hat man eine konstante Funktion. Aber wir deuten an, wenn wir diese Funktion zeichnen wollen, bei minus 3 ist in der Tücke hier eine Lücke. Ja, und das war jetzt auch keine Nullstelle. Vorhin haben wir nämlich, zwar ist der Zähler bei minus 3, 0, aber es wird hier nicht die X-Achse geschnitten. Ja, schauen wir uns das mal an. Was hat der Professor noch zu sagen? Diese beiden Funktionen, die und die, sind identisch bis auf diese Stelle. Wenn wir den Graph von der da zeichnen, müsste man den Boppel da belehren, nicht einzeichnen. Ja, jetzt ist es komplett, die zweite Lektion von ILV, durch. Hofft, es hilft euch weiter. Boah, Zweifelsfalle nicht verzagen, doch Schneiche fragen. Tschüss.